Im Augenblick. Wir schließen uns ganz einfach diesem Plakat, diesem Transparent an. Peggy Schwarz und Mirko Müller auf dem Eis. Gekämpft, Peggy wollte nicht die Hand nehmen. Klasse. Es war etwas wackelig, aber er war da. Jetzt der Seilschwung. Daumen drücken, Luft anhalten. Sauber. Bravo, Peggy Schwarz und Mirko Müller. Ich bin sicher, manch andere als Peggy Schwarz wäre am Anfang in die Knie gegangen. Und wie der Hendrik das so schön emotional geprägt anmerkte, sie hat sich da wirklich mit Kampfgeist durchgebissen und das hat sich ausgewirkt auf die gesamte Übung. Also ich denke, Knut Schubert wird mit den Leistungen seiner beiden Schützlinge oder seiner vier Schützlinge, so muss man es ja sagen, hochzufrieden sein. Die beiden haben da noch eine draufgesetzt. Ja, das war wirklich ganz wichtig für die beiden. Endlich mal eine Saison, endlich mal eine Saisonauftritt, wo sie einigermaßen sauber durch das Bootsprogramm durchkamen. Natürlich werden die beiden kleinen Wackler auch ein bisschen auf die A-Note sich auswirken, aber im Großen und Ganzen kein schwerwiegender Fehler. Wäre natürlich schön, wenn die Arithmetik der bisherigen Ergebnisse so seine logische Fortsetzung finden könnte. Platz 6, 97, Platz 5, 98, Platz 4, 99. Ja, Sie wissen, was kommt, aber eben jetzt kommt dieses kleine Stückchen an mehr, das so verdammt schwierig ist. Ja, da muss man schon fairerweise sagen, die Polen waren eben das kleine bisschen sauberer und der Mann, der so schön mit den Ohren wackeln kann wie keiner. Knut Schubert. Knut Schubert. Kocek für Arme. Genau. Ja, aber ganz ausgezeichnet, wie er seine beiden Paare hier auf den Punkt vorbereitet hat, denn weder Schwarzmüller noch Kraus Jeschke waren in dieser Saison so gut bislang. Und während so viele eigentlich am heutigen Abend patzten, Schwierigkeiten hatten, auch renommiertere Paarungen, haben beide deutschen Paarungen ihre Leistungen der bisherigen Saison eigentlich nicht nur auf den Punkt gebracht, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen steigern können. Und das ist genau das, was man eigentlich hofft, dass es funktioniert.
Wir warten schon ein bisschen gespannt jetzt darauf, wo man sie einsortiert. Vielleicht auf 4, tja, vielleicht auf 5, aber irgendwo da muss es schon sein. Ich denke, 4 wird werden. Der Wackler, aber der Pürette war noch da. Jetzt ist auch Knut Schubert ein bisschen nervös. Ja, die 4. Ja. Vorher Beatball Bernalis, Schwarzmüller auf 4. Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Ich denke, da wird der ein oder andere dritte Platz vielleicht auch dabei sein aus der Slowakei. Scheint mir recht hoch. Schauen wir mal, ja, dreimal der dritte, sechsmal eben der vierte, fünfte oder sechste. Das geht in Ordnung. Also das muss man sagen, da haben die beiden noch alle Chancen auf eine Medaille. Vorrangige Ausgangsposition. Warten wir ab, was morgen passiert.